Werkzeuge, welche als Goodies mitkommen von AutoCAD. Mein Name ist Bernd Gerstenberger. Ich halte zusammen die Präsentation mit Carsten Sänger. Mein Kollege sitzt hier neben mir. Und ja, wir führen jetzt hier einfach mal ganz kurz durch. Bevor wir beginnen, zögern Sie nicht, Fragen zu stellen. Ich werde die im Hintergrund dann beantworten, soweit es mir möglich ist. Falls es mir nicht möglich sein sollte, dann werde ich versuchen, Sie später zu kontaktieren. Aber im Normalfall werden wir keine Probleme haben, Ihre Fragen hier live zu beantworten. Wir haben auch zum Schluss nach dieser Präsentation noch eine Frage- und Antworteinheit. Die Präsentation wird aufgezeichnet und Sie können auch diese Präsentation mit dieser PowerPoint runterladen unter der URL, die Sie unten sehen, https://autodesk.box.com/autocad-eq-deutsch. Beachten Sie auch unsere Webseite autodesk.com/help-webinars. Hier finden Sie Aufzeichnungen früherer Webinare und außerdem sehen Sie, was für zukünftige Webinare geplant sind. Sie können hier außerdem ein Feedback hinterlassen, neue Ideen und Vorschläge zu künftigen Webinaren abgeben. Insgesamt geben Sie das Feedback unter dieser E-Mail-Adresse ab autodesk.help.webinars@autodesk.com. Betreff: Erweitern Sie Ihren AutoCAD-IQ. Bevor wir beginnen, möchte ich Ihnen nochmals, falls noch nicht bekannt, darauf aufmerksam machen, dass wir jetzt von Autodesk ein deutsches Forum haben. Ganz brandneu oder fast ganz brandneu, seit ein paar wenigen Monaten. Besuchen Sie es unter www.autodesk.de/forum. Wir haben ja zu verschiedenen Produkten, es wird noch mit der Zeit erweitert werden, schon vorhanden. Da gibt es die gesamte AutoCAD-Produktfamilie, Inventor, Revit oder wenn Sie irgendwelche Fragen zum Beispiel zu Education-Lizenzen haben. Hier, das ist ein Beispiel von unseren Webinars in der Vergangenheit, die wir schon durchgeführt haben. Heute sind wir bei der 23. Folge, die Express-Werkzeuge. Sie finden auch die Webinars dann auf dem YouTube-Channel AutoCAD Exchange. Erweitern Sie Ihren eigenen AutoCAD IQ. Ich möchte Sie dazu auch noch auffordern, dass Sie vielleicht auch zukünftige AutoCAD-Versionen beeinflussen können. Treten Sie deswegen beim AutoCAD Beta Programm bei. Warum sollen Sie mitmachen? Sie haben dazu Zugang zu den, ja, den Ideen, überhaupt wie die neue Version aussehen wird. Sie können dort Feedback abgeben und haben dadurch Einfluss auf zukünftige Versionen. Sie können dort Ihre Ideen und Feedback wirklich direkt adressieren und Sie bekommen dann auch Rückmeldungen von den Entwicklern oder vom Produktmanager. Wie können Sie mitmachen? Schreiben Sie eine E-Mail an die Adresse autocad.beta@autodesk.com beziehungsweise für autocad.lt.council@autodesk.com. Ja, da haben wir natürlich unter knowledge.autodesk.com unser Knowledge Network. Jeder Supporter hier in Autodesk sollte nahezu bei jedem Fall, den er gelöst hat, einen Artikel anlegen. So sind schon ja, tausende von Artikeln entstanden. Sie ist also eine riesige Datenbank mit irgendwelchen ja, Tipps und Tricks. Wie mache ich das? Oder wenn das irgendwas nicht funktioniert, wie kann ich es lösen? Zu den verschiedensten Produkten. Hier sehen Sie eine Liste der Top Downloads und Artikel und außerdem haben Sie unten noch zwei Links zu den Hotfixes und Service Packs und Downloads von AutoCAD bzw. AutoCAD LT. So, bevor wir beginnen, habe ich noch einige Fragen an Sie.
Meine erste Frage lautet, ist dies Ihr erstes Autodesk Help Webinar? Ja oder nein? So, ja. 80% sind schon alte Hasen und haben schon öfters daran teilgenommen, oder zumindest einmal daran teilgenommen. 20% sind Frischlinge und die sind ganz besonders herzlich willkommen hier bei diesem Webinar. Die nächste Frage. Welche AutoCAD-basierte Applikation verwenden Sie? AutoCAD LT, mehr der Bereich Civil 3D oder Map 3D oder dann eher AEC bzw. MFG-Bereich mit Architecture, Mechaniker, MEP, Elektriker oder Plan 3D. Oder vielleicht verwenden Sie was ganz was anderes. Oh, bunt gemischt. Über 50%, sowas hatten wir noch nie. Sehr interessantes Ergebnis, danke dafür. Die nächste Frage, die ich an Sie stelle, sind Sie schon im AutoCAD Beta Programm? Ja, nein. Nein, aber es klingt interessant, ich habe es zukünftig vor. Wieder interessante Abfrageergebnisse heute, wieder sehr schön geteilt, jeweils zu einem Drittel. Danke dafür. So, und nun übergebe ich an meinen Kollegen Carsten Sänger. Er wird Ihnen jetzt die Expresswerkzeuge vorstellen. Ich selber werde Ihre Fragen dann im Hintergrund im Chat oder Fragenfenster dann beantworten. Ja, danke Bernd. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Wir übernehmen heute die Vorstellung der Express-Werkzeuge. Und auf der heutigen Agenda haben wir die Express-Tools und wie sie installiert werden, der Fehler unbekannter Befehl und die Vorstellung einer Auswahl von nützlichen Express-Tools und Werkzeugen. Wie werden die Express-Tools installiert? Wo finde ich sie? Die neuesten AutoCAD-Produkte, also Version 2016 und die meisten vertikalen Produkte daraus, haben diese Express-Tools jetzt automatisch installiert. Das heißt, bei der Installation ist das Häkchen zum Installieren der Express-Tools automatisch angeschaltet. Man kann es, wenn man die Tools nicht haben möchte, natürlich abschalten. Ältere AutoCADs, also vor 2016, haben dieses Tool standardmäßig ausgeschaltet zum Installieren. Das heißt, wenn man es installieren möchte, muss man es dementsprechend anschalten. Und es kann natürlich auch jederzeit, wenn man das vergessen wurde, nachträglich angeschaltet oder wieder ausgeschaltet werden. Das würde ich gern einmal mal kurz zeigen an meinem Testsystem, und zwar für das Beispiel Civil 3D. Ich gehe über die Systemsteuerung in die Programme und Funktionen, wähle Civil 3D aus und sage installieren, deinstallieren und habe dann dieses Menü zum Funktionen hinzufügen und entfernen. Und sehr oft ist es dann so, dass die Kunden sagen, ich sehe die Express-Tools nicht, wo kann ich sie installieren? Der das diesen Knopf jetzt übernommen. Und na, eigentlich sollte er jetzt hier dieses Menü aufmachen. Nimmt sich ein wenig Zeit. Jetzt. Wenn ich Programme hinzufügen und entfernen drücke, sehe ich bei Civil 3D dieses Menü und das ist eigentlich die erste Seite zum Hinzufügen und Entfernen von Inhaltspaketen. Hier kann ich verschiedene nach Sprachen
unterteilt, verschiedene Inhaltspakete hinzufügen oder entfernen. Die Express-Tools befinden sich auf der nächsten Seite, wenn ich einmal weiter drücke. Und da sehe ich sie in der Liste. Ich kann sie hier ein- und aushaken und dementsprechend aktualisieren. Je nachdem, was an, ob sie eingestellt sind, werden sie dann installiert. Das brechen wir ab. AutoCAD LT, da muss ich Sie leider enttäuschen. Die Express-Tools sind nicht bei AutoCAD LT dabei. Das hat einfach den Grund, die meisten dieser Express-Tools sind Lisp-basiert und es ist in AutoCAD LT nicht möglich, Lisp-Programmcode auszuführen. So. Der Befehl, unbekannter Befehl. Es könnte passieren, dass Sie zwar die Express-Tools in der Multifunktionsleiste sichtbar haben, aber sobald Sie auf einen Knopf drücken, bekommen Sie die Fehlermeldung unbekannter Befehl. Das heißt, Sie haben zwar die grafische Benutzeroberfläche installiert für die Tools, aber die Tools sind eigentlich nicht installiert, die eigentlichen Tools. Sie können das am einfachsten beheben, wieder über eine Installation oder Deinstallation der Express-Tools, wie ich sie eben gezeigt habe. Da sind wir schon beim nächsten. Jetzt kommen wir zum Demo-Teil dieses Webinars. Ich habe hier eine Zeichnung vorbereitet und ich würde gerne einfach durch die Express-Tools querbeet mal durchgehen. Ich glaube, wir haben nicht Zeit, alle Befehle anzuschauen, aber eine kleine Auswahl könnte ich demonstrieren. Wir haben hier diese Express-Tools unterteilt in verschiedene Themengebiete. Hier auf der linken Seite sehen wir alles, was mit Blocks zu tun hat. Hier sehen wir Text-Tools. Wir haben verschiedene Modifizieren oder Editieren Befehle zur Verfügung, was zum Layout, was zum Zeichnen, Bemaßung und Dimension. Und noch weitere Tools. Die ganzen Tools sind in englischer Sprache. Sie sind nicht Teil oder werden nicht supportet von Autodesk, weil sie als Bonus- oder Zusatztools bezeichnet werden und von dem her manchmal auch etwas sich seltsam verhalten. Es ist aber so, dass wir im Support natürlich, soweit es geht, von uns aus auch bei diesen Tools weiterhelfen, wenn es dort Probleme gibt. Wie ich schon sagte, früher hießen die Express-Tools Bonus-Tools und die sind bei AutoCAD schon sehr lange dabei, nämlich seit AutoCAD Version 14, also nicht 2014, sondern AutoCAD 14. Und die meisten Funktionen sind mit Knöpfen abgedeckt. Es gibt aber auch ein paar nette Befehle, die nur über die Kommandozeile verfügbar sind. Fangen wir an mit dem Replace Block Tool. Nehmen wir an, wir haben diesen Grundrissplan eines Stockwerks und Sie haben hier einen Block für die Türen. Ich mache da mal die Eigenschaften auf, damit Sie sehen, jetzt, es ist eine Blockreferenz hier und Sie möchten quasi alle diese Türen von dieser Block, wo diese Blockreferenzen verwendet sind, ersetzen durch einen anderen Block. Das können Sie natürlich sehr schön auch mit Block-Bearbeiten-Funktionen machen und anschließend synchronisieren, aber es gibt eine schöne Abkürzung dazu. Ich drücke hier auf Replace Block. Sie haben hier dann eine Liste aller Blöcke in dieser Zeichnung. Die Blöcke sind so komisch benannt, weil ich die aus einer XREF-Datei eingefügt habe. Und ich kann hier entweder aus der Liste auswählen oder ich wähle mir direkt meinen Block aus. In diesem Fall tue ich das mit dieser Liste und kann dann aus meiner Liste den Block auswählen, mit dem ich diese Blöcke austauschen möchte. Das sollte hier ein DOR 2 sein. Und ich werde unten gefragt, sollen die vorhandenen aus der Zeichnung gelöscht werden? Das bestätige ich mit Ja. Und jetzt habe ich hier für alle meine Türen einen neuen Block eingefügt und ersetzt.
Ein weiterer Befehl, der nur über die Kommandozeile verfügbar ist, ist der Befehl getSell oder getSelection. Und mit diesem Befehl erstelle ich sozusagen einen Auswahlsatz. Wenn ich hier mir mit dem Befehl diesen Block auswähle und bestätige, dann sollte er mir, na, hat er das jetzt genommen, getSelection, Enter. Ah, zeigt er mir nicht an, weil meine Befehlszeile zu kurz ist, zu klein ist. Hier haben wir es. Er hat jetzt 44 Objekte, das sind quasi alle Blöcke oder alle Türen in diesem Bereich als Auswahlsatz gespeichert. Und jetzt könnte ich zum Beispiel über den Bewegen-Befehl diesen Auswahlsatz verschieben. Mit V sage ich, dass der vorherige Auswahlsatz verwendet werden soll. Jetzt gebe ich den Basispunkt ein und jetzt kann ich alle Blöcke verschieben. Ich hoffe, das hat man gut gesehen. Seit einiger Zeit, ich denke mal, ich glaube, das war seit 2014, gibt es einen netten Befehl über die rechte Maustaste und der heißt Ähnliches auswählen. Und das ist im Grunde genommen der erweiterte GetSelection-Befehl. Dieser ähnliche Auswählen-Befehl, den würde ich noch gerne erwähnen, dass Sie diesen über die Kommandozeile Select Similar aufrufen können und dort haben Sie noch zusätzlich Einstellungen. Und in diesen Einstellungen kann ich definieren, nach was für Filtern sozusagen ähnliche Objekte ausgewählt werden. Das nur am Rande. Wir haben des Weiteren in den Express Tools ein nettes Werkzeug Convert Block to XREF. Nehmen wir an, das schiebe ich mal auf dieses Beispiel, Sie haben so eine Zeichnung bekommen. Es ist nicht Ihre Zeichnung, sie ist echt recht kompliziert und Sie möchten diese Zeichnung ein bisschen aufräumen. Sie ist auch ein bisschen überladen. Das heißt, viele Dinge brauchen Sie nicht in der aktuellen Zeichnung und würden gerne bestimmte Dinge als XREF auslagern, auch um die Zeichnung schlanker zu machen. Wir haben hier zum Beispiel den Grundriss. Das ist eine Blockreferenz und die kann ich jederzeit mit dem Befehl wblock oder auch ausgeschrieben writeblock in eine andere Zeichnung ausexportieren. Nehme ich einmal diese Zeichnung und überschreibe die. Also ich übersetze die, überschreibe die vorhandene Datei. Und jetzt habe ich in dieser Datei, kann ich Ihnen mal zeigen, ist eigentlich nur noch dieser Grundriss drin. Und wie man sieht, und jetzt könnte ich sagen, mit dem Befehl Copy Convert Block to XREF wähle ich mir diesen Block aus, den ich als XREF anhängen möchte, wähle mir die Zeichnung aus und habe dann einen Fehler, den ich vorher noch nicht gesehen habe, aber normalerweise müsste das jetzt ein XREF sein. Probieren wir das Ganze nochmal, warum ich dort keinen Schreibzugriff habe, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil ich diese Datei offen habe. Probieren wir das Ganze nochmal mit geschlossener Zeichnung. Wir haben hier einen Convert Block to XREF. Ich suche mir den Block aus. Und sage, die vorhandenen Daten in der Zeichnung sollen gelöscht werden. Und dann habe ich hier ein XREF. Wie man es hier sieht, ich könnte es das jetzt lösen, dann wären die Daten nicht mehr sichtbar. XREF hat er nicht genommen. Entfernen. Jetzt sind sie weg. Das nächste
Werkzeug, Copy Nested Objects. Ich habe hier, nehme ich eine Tür, ein Block und möchte Teile des Blocks als Linien oder als AutoCAD-Objekte haben. Das könnte ich jetzt machen, indem ich hier in den Block reingehe und mir diese Teile herauskopiere. Schneller geht es, wenn ich Copy Nested Objects drücke und jetzt kann ich mir in dem Block quasi markieren, was möchte ich haben aus dem Block und kann diese dann verschieben. Ich habe jetzt auf den Nullpunkt gesprungen, macht nichts, da oben sieht man es. Und jetzt habe ich diese Bereiche des Blocks auf, als Linienobjekte aus dem Block heraus kopiert. Ein weiteres schönes Werkzeug, dafür muss ich allerdings auf meine zweite Zeichnung gehen. Hier habe ich den Grundriss als XREF drin und ich kann über die Funktion List Properties mir ganz einfach anzeigen lassen, was ist das für ein Objekt und aus welchem Layer liegt er. Nehmen wir einmal hier diesen Block. Ich sehe, es ist ein Block. Ich sehe den Blocknamen und ich sehe, auf welchem Linientyp und welcher Layer und welche Farbe zugeordnet ist. Oder ich gehe hier auf die, hoppala, jetzt bin ich aus dem Kommando raus, ich gehe hier auf diese Linie, da sehe ich, das ist ein Linienobjekt auf dem Layer Block Replace A-Wall. Das ist ganz nützlich, wenn ich eine Zeichnung untersuchen möchte und mir einen Überblick verschaffe, welche Objekte finde ich denn auf welchen Layern und wie sind sie abgelegt. Gehen wir zurück auf unserem Beispiel und kommen wir zu einigen Textbearbeitungstools. Anfangen möchte ich mit dem ganz groß aufgezeigten Arc Aligned Tool. Hier habe ich zum Beispiel einen Bogen und mit diesem Arc Aligned kann ich Text ganz einfach auf diesem Bogen anordnen und platzieren. Ich wähle dazu das Werkzeug aus. Ich werde dann gefragt, dass ich diesen Bogen auswählen soll und komme dann zu meinem Texteditor, der mir Formate, Farben und so weiter eingeben lässt. Meine Zeichnung ist etwas groß, deswegen muss ich das hier skalieren auf Texthöhe 6 und den Abstand von der Linie gebe ich mal mit 4 an. Und den Text muss ich natürlich auch eingeben. Gebe ich mal Autodesk ein mit einem U dazu und sehe dann als Ergebnis, dass sich der Text schön an diese Linie angezeigt hat. Möchte ich diesen Text editieren, muss ich das Arc-Aligned-Kommando nochmal aufrufen und den Text auswählen, dann komme ich wieder in diesen Editor hinein. Ein schönes, schnelles Werkzeug, um Groß- und Kleinschreibung zu ändern, haben wir unter Remote, Modify Text, Change Case. Wenn ich diesen ganzen Text auf Großschreibung setzen möchte, wähle ich das Textobjekt aus, drücke einmal Enter und habe dann die Auswahl zwischen Uppercase und Lowercase oder zum Beispiel hier Sentence Case. Man muss dazu sagen, das ist jetzt auf die englische Schreibweise gemünzt. Wenn Sie Sentence Case angeben, wird es so wie im Englischen sein, der erste Satz, Buchstabe des Satzes ist groß, alles andere ist klein. Das funktioniert auch wunderbar mit Text, der formatiert ist. Dazu habe ich hier oben ein Beispiel. Hier haben wir einen Text, der in verschiedenen Schriften und Farben formatiert ist. Wenn ich diesen Text mit Change Case behandle, wird alles in Großbuchstaben umgewandelt und es gibt eine nur ganz geringe Umwandlung der Größe. Also wenn ich diesen Text irgendwo eingepasst habe, ist es nicht so, dass ich den dann komplett neu einpassen muss. Die Größe bleibt ungefähr gleich. Ein sehr schönes Werkzeug, um zum Beispiel 3D-Text zu machen, ist der Befehl Explode Text hier. Und mit diesem Befehl kann ich Textobjekte in Linienobjekte verwandeln. Ich wähle den Befehl aus und das Programm
kreiert mir daraus 2D-Polylinien in der Umrandung des Texts. Ganz toll, wenn ich, wie gesagt, ein Logo erstelle mit einem 3D-Text, dann könnte ich zum Beispiel diesen Text, diese einzelnen Fragmente des Texts wieder zusammenführen, entweder vorher oder nach der Erstellung des 3D-Texts. Es gibt da einen schönen Befehl, der nennt sich Press-Pull. Auf Englisch kenne ich den nur. Mit Unterstrich. Doch, Klick ziehen. Jetzt Klick ziehen heißt der Befehl auf Deutsch. Ich finde Press Pull irgendwie mehr aussagend. Jedenfalls kann ich damit diesem Text einen 3D-Effekt geben und ziehe das in die Höhe. Und wenn ich jetzt hier mal auf eine konzeptuelle Ansicht stelle, dann sieht man, dass das jetzt ein schönes 3D-Objekt, Textobjekt geworden ist. Das könnte man jetzt auch über ein Join oder eine boolesche Operation zu einem Objekt zusammenfügen. Gehen wir wieder auf unsere Ansicht. Ein schönes Werkzeug, wenn Sie zum Beispiel ältere Zeichnungen haben, in der nur normaler Text drin war, also ein D-Text-Objekt. Sie können das mit dem Befehl Convert to M-Text ganz einfach in einen M-Text umwandeln und haben dann, wie das, ich sage jetzt fast moderne M-Text-Objekt, alle Möglichkeiten, die Sie mit dem M-Text haben. Und ursprünglich war das eben ein D-Text. Eine schöne Funktion zur Nummerierung von Text. Nehmen wir an, Sie haben verschiedene Texte, eine Auflistung und wollen diese nummerieren lassen. Das funktioniert über den Befehl AutoNumber. Wenn Sie den auswählen, werden Sie gefragt nach, ja, wie soll denn überhaupt nummeriert werden, nach X-Position, nach Y-Position oder nach Reihenfolge wie ausgeklickt oder angeklickt. Und jetzt wähle ich nach Selection Order. Jetzt hat er mir, das habe ich einen Fehler gemacht. Sehen Sie, das ist das mit den Lisp-Tools so eine Sache. Ich muss die natürlich vorher auswählen, bevor ich die Autonummer anklicke. Jetzt wähle ich nach Reihenfolge. Und jetzt werde ich gefragt, wo soll denn gestartet werden mit der Aufzählung? Ich gebe hier mal 10 ein. Und in welchem Abstand soll aufgezählt werden? Mit 5. Und ich werde dann noch gefragt, soll diese Aufzählungszeichen vorne, hinten stattfinden? Also vorangestellt ist ja der Standard. Und schon habe ich eine 10, 15, 20 Aufzählung für meinen Text. Wenn ich mir das anschaue, dann denke ich mir, ich kann Office 101 gar nicht lesen. Gott sei Dank weiß ich, dass da Office 101 steht. Man kann diesen Text sehr schnell freistellen, und zwar mit dem Befehl Text Mask. Manchmal ist das nötig, wenn Sie gerade eine Schraffur haben und eben Textbeschriftung, die oben in einer Farbe vorgegeben ist und es beißt sich dann mit der Schraffur. Ich werde dann wähle mir den Text aus. Unten kann ich noch angeben, wie der Offset-Faktor ist, also wie groß diese Freistellung sein soll und habe dann mit einem Befehl Enter diesen Text wunderschön freigestellt, so dass ich diese Beschriftung auch lesen kann. Oder ich kann einen Text umranden lassen. Wenn ich zum Beispiel diese Nummer hier umranden lassen möchte, auch wieder den Offset eingeben dazu. 0,35 ist in Ordnung und habe hier die Auswahl zwischen Kreisen,
Rechtecken und Slots. Slots sind wie ja, Schlitze, sind quasi Rechtecke mit, wo die kürzeren Seiten abgerundet sind. Für so eine Nummer wäre am besten der Kreis. Und schon habe ich einen Kreis um diesen Text gezeichnet. Er ist jetzt weiß, passt in dem Fall jetzt nicht, aber das liegt daran, dass ich nicht auf demselben Layer gearbeitet habe. Wenn ich diesen Layer jetzt umstelle, dann und auf dem Layer arbeite, der gelb ist, dann wird dieser Kreis auch in gelb erscheinen. Hier zeige ich nochmal kurz diesen Text Mask. Nein, Moment, ein Close Object, das war's. Hört sich ähnlich an. Mit einem Slot. Und dann habe ich hier diese Schlitzform für den Text. Kommen wir zu den Modifizieren-Kommandos. Es gibt ein schönes Tool, Copy, Move, Copy, Rotate. Skalieren ist auch dabei, aber dann wäre der Begriff ein bisschen lang geworden. Mit dem Begriff wurden quasi drei Befehle in einem zusammengefasst. Ein Beispiel habe ich, nehmen wir an, hier unten auch wieder so ein Plan für ein Gebäude, Stockwerk. Hier sollen jetzt noch zwei Stühle platziert werden, genauso wie es in einem anderen Zimmer auch ist. Ich könnte das jetzt über einzelne AutoCAD-Befehle machen, erst kopieren, dann verschieben oder erst verschieben, dann kopieren, dann rotieren. Es sind viele Klicks. Mit diesem Befehl habe ich alle Klicks beisammen und komme schneller zum Ziel. Also ich kann hier das Objekt auswählen. Ich wähle hier mir diesen Basepoint aus, nehmen wir den hier und kann dann in der Liste wählen, ja, soll es kopiert, verschoben und so weiter werden. Ich möchte das Objekt kopieren mit einem Basispunkt hierhin und dann sage ich Enter, Kopie ist beendet. Jetzt gehe ich auf Rotieren, gebe 180 Grad ein. Und jetzt kann ich das Ding einfach nochmal kopieren. Und zwar hierhin. Und schon habe ich mit einem Befehl und ein paar Abkürzungen die beiden Sessel platziert und kopiert und ergänzt. Es gibt noch den Befehl Stretch Multiple. Was heißt der? Stretch Multiple ist auch wieder so eine Abkürzung, wenn Sie zum Beispiel viele Linien, es gibt das Stretch-Kommando, um diese Linien zu erweitern, aber nehmen wir an, Sie haben eine Auswahl von Linien, die Sie erweitern möchten, also nach rechts fortführen möchten und noch andere Objekte, dann könnten Sie Stretch Multiple auswählen. Sie geben quasi an diese Seite und hier, diese rechte Seite und geben den Basispunkt an. Und dann können Sie hier das hier mal in die Länge ziehen. Und Sie sehen, dass ich das obere und das untere gleichzeitig in die Länge gezogen habe. Also alles, was ich vorher ausgewählt habe, wurde dementsprechend gedehnt. Wir haben ein schönes Werkzeug zum Stutzen. Das ist hier nicht aufgeführt, ist ein Kommandozeilenbefehl. Der normale Trimbefehl oder Stutzenbefehl funktioniert ja nur zur Erinnerung. Ich wähle mir das Objekt aus und dann wähle ich mir die Objekte aus, die getrimmt werden sollen. Es ist bei diesem Objekt, müsste ich jetzt 10 Linien sozusagen wegtrimmen und 10 mal klicken. Das geht auch einfacher, indem ich Ext Trim eingebe. Das ist Extended Trim. Und jetzt nehme ich das Objekt, das zum Schneiden verwendet werden soll, und sage, gib du dann nur noch an, ob außen oder innen geschnitten werden soll. Ich gehe jetzt auf Innen und dann sieht man, dass hier eine Lisp-Routine ausgeführt wird. Und mit einem Befehl hat er mir das ganze Ding gestutzt oder getrimmt. Der Befehl ist, wie gesagt, ein Lisp-basiert und
kann eventuell bei komplizierten Objekten etwas länger dauern. Das sieht man hier, dass es eigentlich ein relativ einfaches geometrisches Objekt war, hat mich aber schon ein paar Sekunden Zeit gekostet. Ein sehr schönes Werkzeug vor allem für Effekte ist dieses Flatten Objects. Nehmen wir an, dazu brauche ich meine Hilfszeichnung. Wir haben hier ein schönes Objekt, das ist voll in 3D erstellt. Man kann es drehen und sieht alle von allen Ansichten das 3D-Objekt. Ich würde da gerne ein Logo draus machen, und zwar 2D. Dafür habe ich dieses Flatten-Kommando. Das demonstriere ich jetzt. Es dauert also auch ähnlich wie dieses Extended Trim, dauert es ein bisschen länger. Deswegen machen wir es aus Zeitgründen mache ich das mit einem einfachen Modell. Nehmen wir das hier, sind drei Grundmodelle, auch 3D. Ich wähle mir die Ansicht aus, wie ich es gerne dargestellt hätte, sagen wir so. Und zu diese Objekte dann mit dem Flatten-Kommando flach machen sozusagen. Ich werde noch gefragt, ob ich die verdeckten Linien beibehalten möchte oder löschen möchte. Und schon wird mir das Objekt, jetzt springt, ist er zum Nullpunkt gesprungen, aber jetzt habe ich das Objekt flach gemacht. Man sieht hier jetzt keinen großen Unterschied, schaut aus wie ein 2D oder ist ein 3D-Wireframe, aber wenn ich das jetzt halt in die Perspektive drehe, sieht man, das sind eigentlich jetzt flache Grundkörper erstellt aus der Perspektive, die ich angegeben habe. Wie würde da zum Beispiel diese Gitarre ausschauen? Das Ergebnis wollte ich Ihnen noch zeigen. Also hier haben wir die Gitarre, schaut aus der Perspektive immer noch 3D aus, aber wenn ich das Ganze in die Ebene ziehe, merkt man, es ist nur noch flach, flach gedrückt, flach gewalzt wie unter einer Walze. Noch ein, zwei Kommandozeilen, Befehle hätte ich für Sie. Save all. Alle Zeichnungen speichern, die Sie offen haben. Möchte ich in dem Fall nicht, weil ich hier editiert habe. Aber ist es eine schöne Abkürzung verglichen mit, ich speichere, muss jede Zeichnung zumachen und müsste sie jede Zeichnung einzeln speichern. Äquivalent dazu, Quick Quit. Das ist ein Schnellschließen aller Zeichnungen. Das könnte ich mal aufrufen. Das heißt auch, alle Zeichnungen, die offen sind, werden geschlossen, falls sie nicht gespeichert sind, werden Sie gefragt, ob Sie sie speichern möchten oder nicht. Das breche ich jetzt mal ab. Also Quick Quit war das, schnelles Schließen aller Zeichnungen. Kommen wir zum Tool SuperHatch. SuperHatch ist eigentlich eine kleine Mogelpackung. Es wird kein Hatch, also Schraffurobjekt, erstellt, sondern es werden im Grunde genommen viele Objekte erstellt, die dann gruppiert werden und so ein Schraffurmuster ergeben. Wie funktioniert das Tool? Ich gebe dazu ein SuperHatch und jetzt werde ich gefragt, aus was möchte ich denn gerne die Schraffur definieren? Ein Bild, ich kann einen Block nehmen, ein X-Ref oder irgendetwas, was ich hier in der Zeichnung schon habe, auswählen. Ich möchte diesen Block nehmen und suche mir dann meinen Block aus. Der heißt, muss ich ihn nur finden in dem Hups, müsste er heißen, falls ihn jemand sieht, laut schreien. Ich dachte, er war ganz unten. Hast du ihn gesehen, Bernd? Nein? Wir machen es ganz einfach. Ich kann auch sein, dass er irgendwann rausgefallen ist. Ich habe diesen Block hier in der Zeichnung. So, da ist er. Machen wir uns ganz kurz ein
Eine Umrandung, genau. Also, wählen wir das Superhatch. Diesmal selektiere ich den Block, wie er sein soll. Ja, den mag er gar nicht, so wie er ist, weil es ein Block ist. Naja, dann nehmen wir den Block. Mag er auch nicht. Was ist da los? Ach, das ist ein Zeichnungen, deswegen. Dann müssen wir daraus einen Block machen. Block. Test. Den Basispunkt bestimmen wir am Bildschirm. Die Objekte bestimmen wir, die sind ausgewählt. Und wir konvertieren das Ganze in einen Block. Gut. Jetzt müsste das Ganze übereinfügen. Ein Block sein. Da haben wir unseren Test. Jetzt müsste es gehen. Also wir nehmen den Block. Block Test. Sagen, Einfügeparameter bestimmen wir am Bildschirm. Okay. Setzen ihn da. Skalierung ist auf 1. Ist gut. X. Drehen würde ich ihn ein bisschen, damit es ein bisschen mehr Effekt hat. Und jetzt werde ich gefragt, ob dieser Block, die Platzierung akzeptabel ist. Und dann sage ich dazu ja. Und jetzt kann ich noch auswählen in diesem Magenta-Viereck, was ich von dem Block alles erstellen möchte. Also ich könnte quasi nur Teile definieren. In dem Fall möchte ich das ganze Objekt haben. Und sage dann nur noch, dass ich eine Boundary quasi innerhalb dieser Boundary klicken soll, damit ich die Grenzen für das Objekt habe. Das Ganze akzeptiere ich mit zweimal Ja. Es dauert jetzt ein, zwei, drei Sekunden. Und dann habe ich hier dieses schöne Schraffurmuster aus meinem Ring sozusagen erstellt. Ich glaube, das Schwierigste war erst einmal den Block so zu erstellen, dass eine Aneinanderreihung dieser Ringe dieses Muster ergibt. Aber das ist jetzt quasi meine Gruppe und mein einfaches Schraffurmuster. Was haben wir hier noch? Was heißt Breakline-Symbol? Das ist eine Abkürzung, um ganz schnell unterbrochene Linien zu zeichnen. Nehmen wir an, diese Linie hier soll 100 Meter sein. Sie haben aber nur Platz für 20 Meter. Dann können Sie mit diesem Breakline-Symbol im Grunde genommen ein Zeichen erstellen, was so aussieht. Nehmen wir noch ein zweites Zeichen dazu. Die Zeichen sind, das ist jetzt das vorgegebene Zeichen, was wir hier haben. Sie können auch jederzeit aus einem eigenen Block Ihr eigenes Zeichen verwenden. Jetzt könnte ich über den Trim- oder Stutzenbefehl quasi die Mitte löschen. Und schon haben wir hier unsere unterbrochene Linie mit unserem Bruchliniensymbol. Was haben wir noch? Make Line Type. Ganz schnelles Werkzeug, um Linientypen zu generieren. Normalerweise müsste ich ja in den Linientypen-Editor gehen und per Textkommando sozusagen Buchstaben definieren, die mir dann die Linie wiedergeben. Ich kann das Ganze aber auch visuell machen, indem ich hier mir diese Linie als Prototyp erstelle. Sage dann Make Line Type. Das Programm will mir dann eine neue Linientyp-Datei, eine .lin-Datei erstellen. Die speichere ich mir an einen Platz. Und jetzt fragt das Programm mich nach einem Linientyp. In dem Fall ist das zum Beispiel Cold Water. Ich brauche keine Beschreibung dafür im Augenblick. Der Startpunkt des Linientyps soll hier sein, der Endpunkt am Ende. Und jetzt soll ich die Objekte, die dieses Linientyp-Objekts beinhalten, hoppsala, soll ich auswählen und drücke Enter. Jetzt macht er einen zweiten. Hat er den jetzt angenommen oder hat er den nicht angenommen? Können wir sehen.
Hat er nicht angenommen. Wiederholen wir das Ganze nochmal. Also, die Datei fehlt auch. Also nochmal Cold Water. War ich wohl etwas zu schnell. Description brauchen wir nicht. Der Startpunkt. Und jetzt machen wir das so. Enter. Und jetzt steht auch hier unten da Line Type Cold Water Created and Loaded. Das heißt, meiner Zeichnung ist der Linientyp gleich vorhanden. Ich sehe hier eine Vorschau und kann jederzeit, wenn ich jetzt in meine Layer reingehe und mir einen neuen Layer erstelle, den aktiv machen und diesen Linientyp zuordnen. Nehmen wir noch eine kühle Farbe. So. Und wenn ich jetzt mit diesem Layer eine Linie zeichne, dann hat diese Linie diesen Kaltwasserstil. Äquivalent dazu gibt es auch Make Shape. Aber dieses Make Shape, ist jetzt zu kompliziert oder würde jetzt den Zeitrahmen noch sprengen. Es ist etwas komplizierter, aber ich kann auch spezielle Linientypen mit Make Shape machen. Bei der Gelegenheit würde ich gern noch zwei Hinweise geben, die jetzt nicht speziell mit Express Tools zu tun haben. Und zwar erstens die Hilfe, also wie Sie jetzt hier schon gesehen haben in den Express Tools. Bei jedem, da kommen wir gleich dazu, hoppala. Bei jedem Befehl haben Sie hier über die F1-Taste den Zugriff auf die Hilfe. Die Express-Tools sind ziemlich gut dokumentiert. Und wenn ich in der Hilfe bin, dann nehmen wir zum Beispiel mal dieses Anhängen. Ich drücke hier F1. Ich hatte mich kürzlich unterhalten mit einem schon sehr erfahrenen AutoCAD-Nutzer und der hat gesagt, er hat letztens in der Knowledge Base eine Lösung gesucht, aber ihm ist nicht der englische Begriff eingefallen also der englische Befehl für den Begriff, den er gesucht hat. Und das passiert sehr häufig und die englische Knowledge Base ist nun mal die Referenz. Wie kann ich mir da helfen? Ich kann zum Beispiel sagen, die Hilfe aufrufen und kann dann hier rechts oben ganz einfach umstellen auf die englische Sprache. Also wenn ich auf Anhang gegangen bin, wird mir diese Seite geöffnet werden. Wenn ich die umstelle auf Englisch, habe ich genau dieselbe Seite in englischer Sprache und weiß dann, ah, der englische Befehl für Anhang ist Attach. Und nach diesem Begriff könnte man dann wiederum in der Knowledge Base suchen. Ich habe es in den letzten Webinaren schon angesprochen. Systemvariablen, möchte ich noch mal kurz drauf eingehen. Hier habe ich eine Liste aller meiner Systemvariablen. Die werden jetzt leider von Version zu Version nicht immer hundertprozentig auf dem Laufenden gehalten. Aber ich sehe, sage ich jetzt mal, 99% aller Systemvariablen, die es gibt. Und ich kann mir Informationen darüber hinab aufrufen, eine Kurzbeschreibung, wie sie auch in der Hilfe stehen würde. Ich kann mir die möglichen Werte anzeigen lassen. Und ich kann sagen, wo ist die Systemvariable gespeichert? Diese hier ist zum Beispiel nicht gespeichert. Und was für Werte hat sie? Also Integer-Werte, volle Zahlenwerte. Nehmen wir mal, ich klicke da jetzt mal durch. Hier zum Beispiel Cursor-Size ist in der Registry gespeichert. Und es wäre sogar möglich, dann diesen Wert irgendwo in der Registry zu suchen und dort umzustellen. Und diese Systemvariable controls the multiplier of the units ist in der Zeichnung gespeichert. Ist also zeichnungsspezifisch. Das Tolle hier an dieser Sache ist, ich kann mir meine Systemvariablen zu einem bestimmten Stand oder in einem bestimmten Stand speichern. Und falls mir irgendjemand anders mal meine Systemvariablen verstellt, kann ich in meine Systemvariablen wieder einlesen. Es gibt seit der Version 2016 auch ein anderes Tool zu Systemvariablen. Das heißt Systemvariablenüberwachung, SysvarüberW. Hier kann ich eine Liste
Es gibt eine kurze Standardliste. Diese Liste kann ich erweitern, beliebig, wie ich sie haben möchte. Ich kann den bevorzugten Wert einstellen und ich kann sehen, was aktuell eingestellt ist. Nur um zu vergleichen, hat sich in meinen Systemvariablen vielleicht irgendwas verändert oder verstellt. Und ich kann eine Benachrichtigung erhalten, wenn meine Systemvariable aus irgendeinem Grund geändert wurde. Zum Beispiel nach einem Programmabsturz verstellt sich sehr leicht dieses File-Dialog. Systemvariable, den kann man umstellen zwischen 0 und 1 und bei 0 wird beim Öffnen sozusagen der Filename kommandozeilenbasiert eingegeben. So, wir sind mit der Zeit schon fortgeschritten. Gebe jetzt noch ein Beispiel eines Werkzeugs, das ursprünglich in der Express Tools war und das aber Einzug ins Hauptprogramm gefunden hat. Und das ist zum Beispiel diese Layer-Anzeige, auf Englisch Layer Walk. Und das ist eigentlich eine ganz interessante Funktion, die auch leider sehr oft übersehen wird. Mit dieser Layer-Anzeige kann ich mir Layer, ich mache es an einem Beispiel hier, nehmen wir an, Sie bekommen diese Zeichnung. Und Sie haben keine Ahnung, wie diese Zeichnung aufgebaut ist. Und mit diesem Layer Walk bekommen Sie ein Fenster, wo vorgabemäßig alle Layer angeschaltet sind. Und jetzt kann ich hier bei geöffnetem Fenster einfach mal durch diese Zeichnung durchklicken. Und sehe, alles, was auf dem Layer Chairs ist, wird mir jetzt angezeigt, alles, was auf dem Layer Border ist und so weiter. Welche Objekte in dieser Zeichnung sind auf welchem Ebene? Und das Schöne, ich kann mir ganz schnell Layer Stati sozusagen erstellen. Nehmen wir mal an, ich nehme den Grundriss, ja, diese, und ich möchte mir dazu die Was haben wir denn mit der Steuerungstaste die Möbel dazu auswählen? Und wenn ich hier mit der rechten Maustaste Layer-Status speichern drücke, kann ich dem La Status noch einen Namen geben, Grundriss, okay. Und hier, wenn ich dieses Häkchen anhabe, beim Beenden wiederherstellen, wird der Status, der vor Aufrufen des Befehls vorhanden war, wird wieder aufgerufen, also müssten jetzt wieder alle Layer sichtbar sein. Und jetzt habe ich allerdings hier in meiner Layer-Status-Liste meinen Grundriss drin und kann ganz schnell zwischen diesen hin und her schalten. So, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Es gibt noch einige andere schöne Express-Tools, zu denen wir heute leider nicht mehr gekommen sind. Ich werde oder Sie müssten, sage ich jetzt mal, die selber erforschen und schauen, was ihnen da noch gefällt und was nicht. Viele Werkzeuge sind mit Basis-AutoCAD-Werkzeugen abgedeckt, aber hier hat man oftmals eine kleine Abkürzung zum Ergebnis. Das war's für heute. Ich verabschiede mich schon mal und übergebe die Steuerung zurück an Bernd, der die noch ein paar Informationen für Sie hat. Dankeschön. Die Stummschaltung ist aktiviert. War eine sehr gute Präsentation. Ich denke, es wurde sehr viel gezeigt. Express Tools ist immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist halt ein Goodie. Es wird auch ein bisschen experimentiert mit den Express Tools und wenn ein Express Tool besonders erfolgreich wird, wird er halt ins Hauptprogramm mit aufgenommen, wie das zum Schluss zum Beispiel eben mit dem Layer Status Manager war. Deswegen sind auch Express-Tools erstmal eigentlich unsupported, weil es eigentlich ein Goodie ist, die es einfach so mitkommen. Dementsprechend sind die auch nicht so besonders gut dokumentiert und man ist immer ziemlich froh, wenn man das mal gesehen hat, wie das eigentlich abläuft. Ja, kommen wir noch. Wir haben ja noch hier paar weitere Quellen. Es gibt dann zum Express-Tools trotz allem eine Referenz dazu. Sie können sich, wie gesagt, die Dateien runterladen von https://autodesk.box.com/autocad/.
IQ-Deutsch. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an Sie. Haben Sie bei dem heutigen Webinar überhaupt was gelernt? Ja oder nein? Warten wir noch kurz bis zum Ergebnisende. %. Ah, das freut mich. Liegt was eben mal daran, dass eben die Express-Tools nicht so gut dokumentiert sind oder in der Hilfe so relativ bis fast gar nichts zu finden ist. Und haben wir noch eine Frage? Ich glaube, nein. Und ja, das nächste Webinar, das wird dann stattfinden am 3. März, wieder um 14 Uhr. Das Thema steht noch nicht ganz fest, weil Sie haben am Anfang auch die Feedback-Seite gesehen. Vielleicht haben Sie ja auch einen Vorschlag, über was wir präsentieren sollen, müssen. Geben Sie da gerne mal einen Vorschlag ein. Ansonsten, es wird auf alle Fälle eine Präsentation geben und ich freue mich, Sie alle wieder begrüßen zu dürfen. Ja, dann danke ich für heute und wünsche Ihnen noch einen guten Tag. Tschüss.